Wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne spazieren im Wald, weil die Jahreszeiten, wenn sie kommen und gehen, ändert sich der Wald. Und das erinnert an diesen Rhythmus des Lebens, die ich auch mit der Sonne verbinde. Die Sonne war ja die älteste Gottheit für Schamanen, für Ägypter, und alle haben sich mit der Sonne beschäftigt. Und für uns natürlich, die Sonne ist auch die beste und schönste und sauberste Energiequelle, die es gibt. Ich bin Physiker, der jetzt aber ein Chemieprofessor ist. Die Fokusrichtung, woran ich seit 30 Jahren forsche, ist die Sonnenenergie zu nutzen. Die natürliche Photosynthese, die die grünen Pflanzen machen, ist eine wunderbare chemische Maschine, die seinesgleichen sucht. Diese Maschine ist in mehreren Milliarden Jahren durch eine strikte Evolution entstanden, optimiert. Ich habe nicht die 3 Milliarden Jahre für eine Doktorarbeit. Mein Gesamtinteresse ist sehr fokussiert auf die Solarenergieumwandlung mit organischen Materialien, also organische Solarzellen. Ich habe 2 Katzen, ich habe seit meiner Geburt immer Katzen gehabt, und mit meinen Katzen zu spielen, es ist das schönste Gefühl. Das bringt mich wirklich auch spontan zum Lachen, auch wenn das Dinge sind, die ein anderer vielleicht nicht nachvollziehen kann. Wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen, dann werden wir das, was wir 100 Millionen Jahre gespeichert haben, an Kohlenstoff an die Atmosphäre wieder freigeben. Es werden tatsächlich gröbere Katastrophen damit verbunden sein, vor allem Dürre. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren war ein Film Mad Max, wo eben fast alles Wüste ist und die Leute, die ein paar Liter Wasser haben, sind an und für sich die Herrscher. Also ich befürchte, diese Zeit wird vielerlei Hinsicht für viele Bereiche in diesem Planeten kommen. Wollen wir das? Das ist die große Frage. Die Sprache ist die Sprache des Geistes. Und die Musik ist die Sprache der Seele. Also wenn ich nie Musik gehört hätte und nie auch gesungen hätte, wäre seine Seele stumm. Wissenschaft und Kunst kann man nicht mit nationalen Korsetts oder Handschellen einfangen. Jede Nation, jede Kultur ist am Ende ein Tropfen im See der Menschheitskultur. Mein Name ist Niazi Serdar Sarıçiftçi und ich bin ein Physiker.